Zünftig ging es zu. Beim größten Kinderoktoberfest in Sachsen-Anhalt. Der Heimatverein Lemsdorf e.V., die Wobau Magdeburg und die MWG luden 300 Mitglieder des Kids Club vom 1. FC Magdeburg zur Zwergengaudi ein. Herrliches Herbstwetter mit inbegriffen, bekamen die Gäste einen bunten Familiennachmittag beschert. Vor dem Festzelt vergnügten sich die Zwerge mit viel Spaß und Leckereien. Bei der Zwergenolympiade stellten die Kinder ihr Geschick unter Beweis. Für den 1. FC Magdeburg ist der gute und enge Draht zu den Kleinsten ein wichtiges Thema. Zunächst möchten wir natürlich ein Verein zum Anfassen sein. Das heißt, wir möchten auch präsent in der Region sein. Und natürlich haben wir auch immer mal Aktionen für die Kinder. Die sind für uns natürlich die Fans von morgen. Das heißt, wir möchten natürlich auch frühzeitig für die Kinder immer Aktionen auch starten, damit sie natürlich frühzeitig dann auch mit Blau-Weiß in Verbindung kommen und im Idealfall natürlich dann auch mal Fan bleiben. Im Festzelt sorgte ein buntes Bühnenprogramm für Unterhaltung. Nur zugucken? Keineswegs. Mitmachen war angesagt. Tanzen, hüpfen, musizieren oder Maskottchen knuddeln. Langweilig wurde den Zwergen mit Sicherheit nicht, denn Highlights gab es viele. So gaben Frank und seine Freunde einige der besten Stimmungskracher für Kinder zum Besten. Der Höhepunkt des Nachmittags war der Besuch von André Haino und Felix Schiller. Nach kurzer Begrüßung gaben sie fleißig Autogramme für die Zwerge. Für die anwesenden Mitglieder des Kids Club war und ist das immer etwas Besonderes. Ihr möchtet nun auch dem Kids Club beitreten? Das ist ganz einfach. Auf unserer Seite kids.fc-magdeburg.de schauen, da ist alles geklärt. Da gibt es einen Anmeldebogen, den einfach ausfüllen, an uns in die Geschäftsstelle schicken und schon ist man Mitglied im FCM Kids Club. Vielleicht sehen wir uns ja schon bei der nächsten Kids Club Veranstaltung.